So, meine Freunde und Moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video und wie ihr sehen könnt, habe ich hier eine ziemlich alte Stoßstange liegen, die habe ich mir vom Schrottplatz besorgt und an der werden wir heute Kunststoffaufbereitung gemeinsam testen. Los geht's, viel Spaß beim Video. Was ich mir überlegt habe, ist ein Vorher-Nachher-Vergleich und dementsprechend werden wir zwei Produkte hierbei testen. Dr. Wack A1 Kunststoff Tiefenpfleger in der glänzenden Variante und in der matten Variante. Und ich denke, dann kann man mal ideal ganz genau vergleichen, wie der Unterschied vom Finish hier aussieht. Ja, wir sehen können, klebe ich jetzt hier ganz genau auf der Höhe der Schraubenlöcher das Ganze mal soweit schön ab. Dann haben wir nämlich drei Spots mit glänzend, matt und gar nicht behandelt vorher. Ein Tiefenpfleger, egal ob glänzend oder matt, muss man, wenn man ihn im Außenbereich auf Kunststoffen verwendet, wie wir das jetzt machen, 5 Minuten ablüften oder einwirken lassen, so ist es richtig, und danach mit dem Tuch vorsichtig ein bisschen abnehmen. Wenn ihr den im Innenraum des Fahrzeugs verwendet auf Kunststoff, dann müsst ihr ja einfach kurz nachdem es aufgetragen wurde, die Überschüsse abnehmen. Das Schöne bei den Flaschen ist, ihr habt hier unten einmal einen Deckel und da ist direkt, na komm her, ein kleiner Schwamm dabei. Zack, dieser. Und hier oben haben wir den Dosierer, zack, aufgemacht. Und dann träufeln wir uns ein bisschen davon drauf und dann können wir das Ganze jetzt auftragen. So, und wie ihr sehen könnt, das lässt sich ganz easy auftragen. Ich habe schon wieder viel zu viel benutzt, das kennt man ja mittlerweile von mir. Zack, zack, zack. So, lässt sich easy und sehr, sehr schön auftragen. Ich gehe auch noch hier runter. Wir machen das hier unten auch noch. So, unterer Bereich ebenso. Zack, und man sieht richtig, wie der Kunststoff hier sehr, sehr trocken ist und das Zeug sehr gut aufnimmt und einsaugt. Also kann sein, dass man die Vorgehensweise ein, zwei Mal auch wiederholen muss, je nachdem, wie stark ausgeblichen das Zeug ist. Okay, machen wir next. Machen wir hier rechts an der Stelle. Ja, matte Variante. Zack, wieder drauf damit. Und dann ab auf die Schürze. Los geht's. Und dann tragen wir das auf. Und so sieht die matte Variante aus. Und ich denke, hier sieht man auf jeden Fall ganz schön schnell einen Unterschied zwischen glänzend und matt. Fünf Minuten Ablüftzeit, danach können wir hingehen und das Ganze hier ganz sanft, soweit die Überschüsse ein bisschen abtragen. Und das gleiche natürlich hier auch mit der matten Variante, auch noch 5 Minütchen Wartezeit, auch noch abtragen. Perfekt. Schauen wir uns nun das Endergebnis soweit an. Nehmen wir hier dafür erstmal, wenn ich es hinkriege, den unteren Kleber ab. Alter Schwede, wunderschöne gerade Linie, genauso wie auch hier oben. Ach, traumhaft. Genau, da sieht man nämlich auch sehr gut den Unterschied. Gucken wir uns in Nahaufnahme auch nochmal an und oben nehme ich die auch noch ab. So sieht soweit das Endergebnis aus. Wie ihr sehen könnt, Vorher-Nachher-Unterschied ist wirklich brillant. Also der kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Richtig geil. Und ich hoffe, zwischen glänzend und matt kommt auch der Unterschied hier im Schatten raus. Wir gehen jetzt aber auch mehr in die Sonne und gucken es uns da an. In der Sonne wird es nämlich nochmal deutlicher, wie ich finde. Ich hoffe, auf der Kamera kommt es rüber. Hier sieht man natürlich komplett verschmutzt, klar. Und hier der Glanzeffekt. Ich hoffe, ich kann den auf der Kamera so ein bisschen einfangen. Also deutlich anders als die matte Variante hier. Na? Ja, man sieht das hier auch sehr, sehr gut, wie ordentlich hier das am Glänzen ist, am Spiegeln ist. Also das ist die persönliche Entscheidung, persönliche Geschmackssache, was einem da besser gefällt. Ist es dann eher die matte Variante oder die glänzende Variante? Schreibt eures auch gerne mal unten in die Kommentare rein. Das war es soweit hier vom Video. Nochmal zu sehen, vorher Glanz und matt, also jetzt wirkt es nochmal ganz, ganz deutlich. Kann man den Unterschied hier sehen, zumindest ich gerade auf dem Display. Ja, dementsprechend, ich verlinke euch die Sachen unterhalb des Videos. Schreibt mal rein, was präferiert ihr da eher? Ist es eher die glänzende Variante oder doch eher die matte Variante? Weiß ich nicht. Schreibt mal rein. Also meine Tendenz geht ein bisschen zum Matten. Obwohl das Glanz auch ziemlich cool aussieht, kann auch gefallen. In der direkten Sonne ist natürlich sehr, sehr extrem. Da ist es schon ja in die Richtung ein bisschen speckig. Ist so eine Vorliebe, ne? Das gibt es ja auch bei Reifenglanz und so weiter. Dementsprechend, Daumen hoch, wenn das Video gefallen hat. Freut mich sehr. Haut rein, bis zum nächsten und ciao.